Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS.TV. Ja, ich hatte in meinem letzten Video, hatte ich euch meinen neuen Wohnwagen vorgestellt. Da ist er. Guck mal, liegt doch Schnee in Grimma. Ja. Finde ich super. Warum? Erkläre ich euch gleich. Ja, der ist natürlich schon fast fertig. Ich habe, beim Wasserbereiter läuft und das, was ich da so noch eingebaut habe, ein City-Wasseranschluss, den habe ich nochmal erneuert, der war nämlich undicht. Ja, so Kleinigkeiten halt, das war jetzt wirklich nicht viel zu machen. Und ich bin dann mal abgeschritten, weil da hinten steht irgendwie 6,50 drauf, also das Ding ist 8 Meter lang. 8,20 Meter, ich weiß nicht, warum da 6,50 drauf steht. Ja, ich habe von Wohnwagen weniger Ahnung, also zumindest was die Aufschriften angeht und die Typenbezeichnung. Und da können wir mal ja helfen. Also das Ding ist 8 Meter plus Deichs, so bist du irgendwo bei 9,50 Meter. So, jetzt hatte ich euch ja versprochen, euch das Zugfahrzeug vorzustellen. Den habe ich mir nämlich neu gekauft und der war auch als erstes da. Und den habe ich mir nicht gekauft, um diesen Wohnwagen zu ziehen, sondern aus einem ganz anderen Grund. Und den stelle ich euch jetzt mal vor. Und dann sage ich den Spruch wie beim letzten Mal, wie ich euch den Wohnwagen gezeigt habe. Jetzt denken bestimmt, ja, jetzt ist er ganz bekloppt, da mag vielleicht auch was dran sein, aber ich versuche mal euch die Sache so aus meiner Sicht am besten zu erzählen. Denn ich habe ein Lieblingsauto schon lange, weil ich mir nie gekauft habe. Das habe ich mir nie gekauft, weil das einfach Unsinn ist aus meiner Sicht. So, und beim letzten Mal habe ich ja schon gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und ich rede auch nicht lange rum. Ich drehe mich jetzt mal um zum Auto oder drehe euch die Kamera um. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mein neues Lieblingsauto. Also, geht los. Tada! Yes, da steht er. Dodge Ram Pickup. Ja, da war ich genauso sprachlos. Ja, und das hat sich natürlich ergeben, wie sich das bei mir immer so ergibt. Komm, ich gehe mit euch einmal rum. Das ist der Dodge Ram 1500 Laramie Sport. Das ist ein Typ, der einige Extras hat. Ja, der Laramie, der hat schon so ein Luxuspaket drin. Ja, 4x4 ist der sowieso zuschaltbar, erkläre ich euch gleich. Und in der Sportversion, ne? Heißt, Fahrwerk ist nicht ganz offroad-technisch abgestimmt. Die Kasse 3 bis 6 Zoll höher. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht so eine Mods-Karre fahren. Der wirkt sowieso schon ziemlich protzig. Der hat ein 20 Zoll Fahrwerk drunter, aber Luftfedern. Und somit ist natürlich so ein Wohnwagen mit 2,2 Tonnen überhaupt kein Problem. Ich teile euch gleich mal ein paar Details mit, was er so alles kann und wie ist er denn dazu gekommen. Ich würde sagen, das erkläre ich euch drinnen, ich gehe jetzt mal ins Warme. So, ich bin jetzt mal reingegangen ins Auto. Ja, wir haben draußen minus 5 Grad. In Grimma Schneefall, beziehungsweise es hat geschneit, so, und da soll jetzt übers Wochenende, soll da auch nächste Woche noch mehr dazu kommen. Da freue ich mich eigentlich schon drauf, ja, weil ich habe ja jetzt zuschaltbaren Allrad oder Automatik-Allrad, da zeige ich euch gleich noch. Und ja, bei der Temperatur bin ich relativ entspannt, weil das sich nächste Woche ja für mich ändert. Wir fahren ja Richtung Kroatien, das wird, weiß ich, ein paar Tage dauert dann noch. Ich bin ja flexibel. Ich warte noch auf ein bestimmtes Ersatzteil. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Ansonsten bringt der andere mir das mit, weil der kommt ja auch nach Kroatien mit Wohnmobil. Und ja, wenn das interessiert, dem würde ich jetzt gerne die Geschichte dazu zu erzählen. Und die Leistungen von dem Fahrzeug, die erzähle ich natürlich auch noch. Und was der so alles kann und was der nicht kann. Und warum der gar nicht so uninteressant ist, erzähle ich euch dann auch, was Emissionen angeht. Da schreien ja die meisten, schreien, um Gottes Willen, ja, was kauft er sich da für ein Mods-Auto und so. Ja, beim ersten Hinsehen mag das richtig sein. Die Optik spielt natürlich eine riesengroße Rolle, das ist ja klar. Ich habe immer schon auf amerikanische Fahrzeuge gestanden, genauso wie auf die Fahrzeuge mit Stern. Das war auch so immer mein Ding.
Und aber wenn ich die Emissionen mal zurückrechne oder umrechne und sehe, was er verbraucht, ja, auch da sagen ja die viele Leute, boah, Wahnsinn und so, komme ich gleich zu. Da werdet ihr euch wundern, dass das gar nicht so ist. Also, ich erzähle euch erstmal, warum ist es dazu gekommen. Ne? Also wie gesagt, ich sitze hier in meinem neuen Dodge Ram. Ja, hier. Ne? Dann ist es die Notfunktion, weil ich hier drin sitze. Achte. Da geht das Navi noch an, riesengroßes Display drin, 12 Zoll, hochkant gebaut, habe ich bei einem anderen Ami-Elektroauto auch schon mal gesehen, vielleicht abgeguckt, kann ja sein. Das ist natürlich hier der absolute Hammer und so weiter. Da komme ich aber gleich zu. Also, wie bin ich auf so ein Auto gekommen? Im September war ich in Kroatien und da klingelte das Telefon und da war meine Tochter ganz aufgelöst. Die wohnt ja in Mönchengladbach, da wo ich auch wohne. Papa, stell dir mal vor, mein Auto ist kaputt. Ja, wisst schon, was geht. Ja, ist ja wie Auto kaputt. Ja, ich tu das nicht, das springt nicht mehr an. Jetzt habe ich ein riesengroßes Problem. Mein Mann ist nicht da, der kommt erst in 10 Tagen wieder. Der ist beim Bund und hat einen ganz besonderen Job. Mehr darf ich darüber nicht sagen. Und an der Stelle kann ich ja auch mal sagen, gut, dass es solche Leute gibt, wie mein Schwiegersohn, ja, der für uns, wenn es mal hart auf hart kommt, den Arsch herhält. Ja? Denn den Job, den der da macht, den würde auch nicht jeder machen. Auch nicht für Geld und gute Worte. Ja? Also da erstmal Hut ab Richtung Nils, heißt er. Ja? Und würde auch nicht jeder machen. Wie gesagt, also keine leichte Aufgabe. Aber mehr darf ich darüber nicht sagen. Das ist halt Bundeswehr, die sind da halt sehr empfindlich. Und das ist doch gut so. Das ist auch hier noch, wenn ich sehe, was um mich herum so abgeht, muss ich hier nicht kleinste oder Kleinigkeiten kundtun. Also jedenfalls jemand, der, wie soll ich sagen, mal ein paar Dinge in der Hand nimmt, um irgendwelche Dinge zu regeln. Drücken wir es mal so aus. So. Vielen Dank dafür, an dieser Stelle muss mal gesagt werden. So, der war nicht da, konnte sich also um das kaputte Auto nicht kümmern. Da ging es ja drum. Der hatte auch keinen Tipp am Telefon. Jetzt kommt es. Schwiegervater und Mutter wohnen unten. Ja, riesengroßes Haus, die wohnen unten. Waren aber auf Sylt in Urlaub, also keiner. Und Papi war auch nicht da, also ich. So, was merkt meine Tochter jetzt mit einem kaputten BMW? Ruft den Alten an, weil alle anderen keine richtige schnelle Idee hatten. Papa, was mache ich denn jetzt? Ja, mit die zwei Kinder, Kindergarten, Schule, weiß ich was. Ich sage, lass mich mal überlegen. 3 Minuten später kriege ich eine WhatsApp. Papa, kann ich nicht dein Auto haben? Und ich so zurückgeschrieben, klar. Und so, meine Tochter ruft mich an. Ja, in Kroatien, wie gesagt, im September, ist noch ja nicht so lange her. Wie ja, ne? Weil ich hinterfrage ja immer alles und bei mir muss immer alles einen Sinn ergeben und ist das nötig so, ist immer so meine Schiene gewesen. Ne? Nicht immer alles direkt verschenken, sondern gucken, ist das nötig? Ja, und dann muss man auch selber mal was tun und dann kann der Alte auch schon mal sagen, nee, da habe ich nichts mit zu tun. Aber in dem Falle war es dann wirklich so und da war klar, ja wie? War sie also sehr überrascht. Jedenfalls habe ich dann die Tochter von Anja angewiesen, die hat nämlich einen Schlüssel von meinem Haus, um dann am Rechten zu gucken und so weiter, Post und was es da so alles gibt in meiner Abwesenheit oder unserer Abwesenheit. Dann habe ich die angewiesen, hier, gib mal bitte den Schlüssel raus von meinem PKW. Ich fahre ja so ein Hyundai Kona, der war super. Der ist jetzt 3 Jahre alt, da habe ich sowieso vorher überlegt, was machst du, könntest du da mal gucken und so. Aber das ist ja in Ordnung, der läuft tadellos, noch 2 Jahre Garantie drauf, also der hat ja 5 Jahre Garantie. Lange Rede, kurzer Sinn, die setzt sich in ein Auto, fährt damit los, alles am gleichen Tag natürlich, ne, so, ja. Baut die beiden Kindersitze aus, 2 Tage später, also er hat abends noch sich noch bedankt und all, und danke Papi, und du, ihr kennt ja alles. Das ist ja der eine oder andere von euch, der weiß ja genau, was ich jetzt meine und kennt das von sich selber. So, ja, schreibt das doch mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, wie ihr das mit euren Kindern haltet, ja, und ja, jedenfalls, 2 Tage später kommt eine WhatsApp. Hallo Papi, kannst du mir das Auto nicht verkaufen? Das ist ja so super. Und ich dann sofort drunter geschrieben, klar. Und die kriegt am anderen Ende gar nichts mehr geregelt. Eine kurze Geschichte. So, er ruft mich so an, wie jetzt, klar? Ja, ja, ich sag, sicher, kannst du haben, kein Problem. Ja, ja. Die sich natürlich mega gefreut. Die hatte ja nicht damit gerechnet, dass ich dann sage, ja klar, machen wir. So,
Bernhard Kurz, ich sag, du fährst das Auto jetzt erstmal, bis dann ich wieder da bin. Bis dahin habe ich dir, kann ich dir, ist ja der Grund, warum ich dir helfe und der Rest machen wir später. Ja, alles klar, wunderbar, ole ole. Das Auto hat ja alles, der kann noch alles, der hat alle Fahrspurassistenten, der zeigt dir an, was der verbraucht. Ja, meine Tochter fährt ein BMW, 20 Jahre oder über 20 Jahre alt, 3 Liter V6. Kannst du dir vorstellen, was der in der Stadt säuft. War ja auch vor 20 Jahren ganz normal und war ja auch klar, bei uns oder bei dem Kona steht das ja im Display, was du verbrauchst. Das kannst du dir ja so einstellen. Ja, und da war die natürlich auch hell oft begeistert, dass der in der Stadt unter 8 Liter bleibt. Also 7,4 oder irgendwie so ist er ja. Jedenfalls, der hat auch eine 180 PS Maschine drin, ja, mit einem 8-Gang DSG Getriebe. Das ist jetzt auch keine, wie soll ich sagen, der bleibt jetzt auch nicht stehen an der Ampel, wenn du da mal drauf latschst, ja. Der hat nämlich auch einen Sportgang. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, die war relativ begeistert. Und ich habe dann so immer, yes! Das ist die jetzt die Gelegenheit. Ja, dann habe ich einige Leute angerufen, so wie ich das immer mache. Habe hin und her telefoniert, habe mal geguckt, was hier wird für welches Geld, was musst du machen, welche Ausstattung willst du haben. Weil das Auto war mir schon klar. Das war mir sofort klar. So, und da bin ich mich dann mit einem Herrn in Mitteldeutschland bin ich mir einig geworden. Den zeige ich auch später, aber das mache ich auch, glaube ich, nächstes Jahr erst. Und der hatte den hier stehen. So, und den haben wir uns dann angeguckt. Und ich kann euch nur einen Rat geben, aus Erfahrung. Wenn euch ein Auto im Vorfeld gefällt, fahr das nie Probe. Macht das nicht, hat keinen Sinn. Kannst du dir sparen. Kaufst du sowieso. Ne? Also, ich weiß ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie das bei euch war, ja, wenn es sich um das Auto geht. Ja, jedenfalls stehe ich natürlich dann vor diesem riesengroßen Auto, der stand schön in der Halle präsentiert und war auf Hochglanz poliert und der Preis stimmte, der Verkäufer stimmte, den hatte ich nämlich noch aus einigen anderen interessanten Internetbeiträgen, hatte ich mir das natürlich stundenlang durchgelesen und tagelang recherchiert, weil ich hatte ja Zeit, ich war ja in Urlaub. Und dann habe ich den angerufen und dem die Geschichte erzählt, dass er sich erstmal nicht mehr einig kriegt. Also kein ganz normaler Verkäufer, ja, kommen Sie da vorbei, kaufen Sie oder lassen Sie oder wie das heute so gemacht wird, ja. Habe ich auch erlebt in dem Zusammenhang, möchte mich aber nicht mehr mit beschäftigen. So. Ich sage dann und dann bin ich wieder zu Hause und das wird in der, weiß ich nicht, 2. Oktoberwoche sein und dann komme ich und dann werden wir uns einig. Und sagte, dann muss ich Ihnen den bis dahin reservieren. Ich sage, Sie müssen ja nichts. Sie müssen gar nichts. Ich sage, aber so wie das da steht, kann ich den jetzt nicht kaufen. Ich sage, Sie glauben auch nicht, dass ich, lange Rede, kurze, der hat sich auf alles eingelassen. Das war einfach fantastisch, ja. Vielleicht hatten Sie auch noch einen zweiten irgendwo im Lager stehen, ist ja auch scheiße, ja. Jedenfalls hat sich das da gut angefühlt. Wie gesagt, Firma erzähle ich euch irgendwann später. Ja, so, jetzt bin ich im Besitz eines Dodge Ram Laramie Sport. Das ist eine 5,7 V8 Benzinmaschine drin. Ja, ein V8. Der klingt auch so. Mit 400 PS. Jetzt sagen ja viele, wow, ist ja Wahnsinn, was willst du denn damit? Korrekt. Sieht man als Deutscher so. Aber in Amerika fährt ja jeder zweite so ein Auto. Ja, wenn du Filme siehst oder irgendwie durch die Stadt mal eine Doku oder hinter einem Taxi herfährst oder guck dir irgendwelche anderen Beiträge aus, umso so nördlicher du kommst, so Kanada, Yukon und Alaska, fahren die nur mit den Autos rum. Heißt jetzt gar nichts. Ja? So. Jetzt hat der aber ein Energiesparpaket hier drin. Und das hat mir natürlich direkt zugesagt, weil ich mich da auch ein bisschen mit auskenne. Der hat eine Gasanlage von Prinz. So, jetzt haben die Fahrzeuge in den letzten 6-7 Jahren so umgebaut, da doch die Gasanlage kein Problem mehr ist. Man hat ja immer mal wieder gehört, die Gasanlage, Zylinderkopf weg und zu heiß und wie ich was. Haben sie alles geändert, ja? Einlässe größer, Auslässe größer, ich spreche über Wassereinlässe, ja, vom Kühler. So, ist also kein Problem mehr. Ich habe mit Leuten im Vorfeld telefoniert, die fahren das Auto 350.000 Kilometer, ja. Der wiegt 2,6 Tonnen leer, wo ich hier drin sitze. Das ist, du sitzt auf einem Sofa, nicht auf einem Autositz. Ja, beheizt, belüftet, mit Massage und wie ich was alles, ja. Also, ich sag mal, ob das jetzt alles nötig ist, was hier drin ist, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das war mir auch scheißegal, denn jetzt kommt das Beste, das überhaupt Wichtigste, überhaupt, wenn man sich für so ein Auto interessiert. Du hast nur noch bis zum 31.12. Zeit, so ein Auto zu kaufen. Habe ich auch nicht gewusst. Wusste ich nicht. Hat sich im September
für mich aufgetan, weil Dodge die ab nächstes Jahr nicht mehr verkauft oder verkaufen darf. Das hat mir keiner so richtig sagen können. Also jedenfalls nicht mehr als V8. V8, 5,7 Liter, 400 PS. Der hat einen 8-Gang Wandlergetriebe hier drin von ZF mit jede Menge Umstellmöglichkeiten. Ja, ich zeige euch mal eben hier unten. Der hat auch keinen Schalthebel mehr, sondern einen Drehknopf. Der steht jetzt auf P, R, N, D, kennt ihr auch alle, wie ein Automatik fährt. So, und normalerweise fährst du denn hier im 2WD-Modus. So, dann kannst du den umschalten im 4WD-Modus, also wie der 2WD nur als Allrad oder als Allrad-Automatik. Das ist jetzt neu. Ja, dann sucht er sich die Gelegenheit und die Gegebenheit oder wie auch immer selber aus. Ja, wenn du verschiedene Untergründe fährst, ne, du fährst praktisch auf deinem Gehöft zum Beispiel los, da liegt Schnee, da ist Matsch, da ist Schotter und dann fährst du wieder auf eine Asphaltpiste und von der Asphaltpiste musst du dann wieder auf eine Baustelle. Also, dafür ist jetzt das neue 4WD Automatik, ja, und natürlich darf so ein Auto natürlich oder muss so ein Auto immer haben ein untersetztes Getriebe 4WD Low. Heißt, der ist nochmal untersetzt wie ein Trecker, ist natürlich dann wesentlich langsamer, aber hat unendlich viel Kraft. Ja, der ist untenrum nicht zu bändigen als Allrad. Der dreht mit allen vier Rädern auf dem Asphalt durch. Der könnte dir in dem Gang einen 40-Tonner, einen beladenen 40-Tonner abschleppen. Ja, kein Problem. Ja. So, riesengroßes Display, hatte ich schon erwähnt, die Fahrassistenten-Spielereien, dann Apple Play, CarPlay, Navi, ja, Soundsystem, ja, und dann die normale Einstellung, und das kannst du aber alles ändern. Dann Einparkhilfe hat er drin, ja, automatisch, du kannst alles wegschalten. Hier, Traktionskontrolle kannst du 100% wegschalten. Das ist auch selten auf dem deutschen Markt. Normalerweise bleiben so 30-40% drin, wie bei dem mit den Sternen. Ja, dann hat er natürlich einen Druckknopf zum Einschalten. Lederlenkrad beheizt natürlich. Ja, mit den ganzen Spielereien, die man so kennt. Ja, Display kannst du natürlich umstellen, was du dir so einstellen willst, was du während der Fahrt sehen willst. Ja, dann hat er hier die Anzeige, da. Für die Prinzgasanlage mit dem entsprechenden. Komm her, ich mach das Ding mal an, Mensch. So. Hier. Für den Tankanzeige, der ist jetzt im Moment voll. Ja, da unten Licht, das ganze Programm hier, eine Memo-Funktion für die Sitze. Dann hier die ganze Spielerei für Spiegel und für hier, wenn ich jetzt hier drauf drücke, da fährt er mir die Spiegel ein. Ja, wenn es mal eng wird oder so, kannst du hier mal schnell drauf drücken. Gut, ob ich das brauche, weiß ich nicht. Und du sitzt natürlich hier. Guck mal, wie hoch du hier sitzt. Ich guck mal eben. Ich weiß nicht, ob ich dazu vermitteln kann. Ja, dafür kauft man sich auch so ein Auto nicht, das ist klar. Es ist natürlich auch ein bisschen Liebe zum Detail und weil man das Auto mag und weil man den amerikanischen Markt sehr mag und weil man auch so ein Protzauto gerne mal fährt. Ja, ich bin ehrlich. Aber jetzt gehört. Wir haben gerechnet und das war mir auch wichtig, weil ich jemand bin, der auch gerne Energie einspart und unnötige Energie nicht verballern will. Gut, da sagen jetzt viele, ja, das sagt ja jetzt der Richtige. Ja, das könnte man so annehmen, ist aber nicht so. Also, du fährst das Auto mittlerweile, wir reden jetzt auf den ganz normalen Spritding, auf 15,5 Liter fährst du den, ne, wenn du auf Superbenzin fährst. Für ein 2,5 Tonnen Auto mit 400 PS als V8, kein schlechter Wert, da warst du früher nicht unter 25. Ich weiß das noch von vor 20 Jahren, ja, da habe ich so ein Ding mal bewegen dürfen, ein paar Wochen, da ging unter 30 nix als Benziner, war wohl ein Big Block. Ja, so, da kann man natürlich alles noch übertreiben, aber in der Zeit kriegst du nur noch den V8 und auch nur noch dieses Jahr, Leute. Ja, es ist aber ausverkauft, kann ich euch jetzt schon direkt sagen, vielleicht ein einzelner Rückläufer oder der nicht abholt. Ja, nächstes Jahr kriegst du das Auto noch, aber als 3 Liter Biturbo, habe ich gehört. Ja, hat man zu mir gesagt, gibt das nur noch als 3 Liter Biturbo, ja, mit einer italienischen Maschine. Weiß ich nicht.
ob man dazu haben muss. Dann ist natürlich der V8 Blubbern ist natürlich weg. So, jetzt haben wir den auf Gas mal gerechnet. Mein Nachbar, der fährt einen VW Caddy. 1,9 Diesel. Die legendärste Maschine, die VW jemals gebaut hat. Unkaputtbar, das Ding. Der braucht in der Stadt 8 Liter. So, und wenn er die 8 Liter zum Dieselpreis hochrechnet, kostet das Gleiche, wenn ich mit Gas, mit dem Auto, hier in der Stadt fahre. Ja, ist nicht zu glauben, ist aber so. Ist aber so. Kann natürlich mal variieren, je nachdem, wenn du drauf drückst. Ich meine, Caddy kriege ich auch auf 10 Liter, wenn ich da drauf hämmer. Ja, also so ist das ja nicht. Also, das ist nicht zu glauben. Ich habe da doch 10 Mal nachgerechnet, aber das ist so. Ich tanke zum Beispiel für 1,75 heute Diesel. Oder könnte ich fahren? Für 1,75. Bekomme aber gleichzeitig für 85 Cent LPG-Gas. Also Autogas an der Tankstelle. So, und das ist jetzt der Unterschied. Wenn ich den jetzt als Benziner fahren würde, der hat auch einen Benzintank, der sich aber nur zuschaltet, wenn das Gas alle ist. Ja, so. Das klappt auch hervor. Das heißt also, du hast 122 Liter Tank an Gas und 105 Liter Tank an Benzin. Wenn du die beide voll machst, ich weiß, ich habe bei YouTube gesehen, hier war jemand, der ist über 1200 Kilometer damit gefahren oder noch weiter. Ja? Hält sich da in Grenzen. Andererseits muss er natürlich ganz klar sagen, Leute. Ja, wer sich so ein Auto kauft und genau weiß, ich fahre den eh nur 10.000 Kilometer im Jahr. So ist das bei mir. Ich fahre ja nicht so viel. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen mehr, weil Kroatien dabei ist mit Wohnwagen und so. Ja, okay. Dann sind es vielleicht 15.000 Kilometer. Dann muss ich trotzdem sagen, ja, mein Gott. Okay, dann ist das halt so. Außerdem hat jeder das Recht, sich das Auto zu kaufen, was er kaufen will. Weil ich habe jede Menge Bekannte und Freunde, die fahren alle dicke Autos. Ich nenne das jetzt mal dicke Autos. Ich habe viele Bekannte, Freunde, die selbstständig sind. Ja, da geht unter G-Klasse nichts. Ja, und ob das Ding 250.000 Euro kosten muss, weiß ich auch nicht. Ja, könnt ihr mal im Netz gucken, was der kostet. Also wie gesagt, ich bin da sehr entspannt bei in diesem Auto, weil ich auch weiß, und das ist auch ein ganz entscheidender Vorteil, beim Betrieb mit Flüssiggas ist er nochmal NOx freier als wie mit Benzin. Ja, das hätte er jetzt nicht gedacht, ne? Hier ist so eine riesen Ami-Protzkarre V8, der im NOx-Wert weitaus günstiger fährt wie jeder Benziner, ne? Weil er mit Flüssiggas fährt, denn Flüssiggas verbrennt fast rückstandslos. Ja? Und das ist hier mit dieser Anlage, die ist nicht einfach nur so eingebaut, sondern die ist für diesen Dodge Ram gebaut. Das ist der feine Unterschied. Früher hat man einfach eine Gasanlage eingebaut und ja, mal gucken, ja, ist gut, fett einig, ja, fahr mal. Das ist heute nicht mehr. Ja, heute ist das eine Prince-Anlage, die kommt aus Holland und die ist speziell für den Dodge Ram gebaut, eingestellt und eingebaut. Und das sind alles Dinge, die mich dann auch überzeugen, weil ich ja auch mit Gas umgehen kann und Gas. Ich bin ja auch Gasfachmann, ja, das wisst ihr ja. Ich habe ja 2 Meistertitel in diese Richtung. Deswegen ist mir auch immer wichtig, Mensch, wenn du schon protzt, dann mach das richtig. Dann kauft er nicht irgendeine Drecksschleuder, die, weiß ich, wie viel Feinstaub da rausballert, was vollkommen unnötig ist. Oder wo du irgendwelche Cuts jede anderthalb Jahre für zigtausende Euros tauschen musst, weil die zusitzen oder kaputt sind oder weil die Maschine kaputt ist. Hier hast du das ja nicht. Hier hast du keine Turbo. Der braucht kein Turbo, um an 400 PS zu kommen. Muss man mal vorstellen, das ist ein Sauger. Ja, der hat keine Turbo. Das ist eine 5,7 Liter Maschine V8 und da sind 400 PS raus. Ich meine, das ist schon eine absolute Hammer, das Ding. Für viele Deutsche natürlich nicht fahrbar, weil er einfach groß ist, der ist breit. Ja, mein Gott, das ist so wie beim Monster. Ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt. Ja, wenn du da in einer engen Straße mit ankommst in dem Auto, dann machen die Leute schon Platz oder halten schon 200 Meter vorher an, um dich vorbeizulassen. Das ist einfach so. Ja, meistens jedenfalls so. Ich dränge da nie drauf, weil du musst dich in so einem Auto auch engagieren. Du musst einfach ruhiger werden. Du wirst auch ruhiger. Du bist entspannter, entschleunigt. Du sitzt hier wie auf einem Thron, die Sitze, die Lederausstattung. Das ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt habe ich hier noch geschwärmt von dem Auto. Und ich bin
davon überzeugt, das richtig getan zu haben. Wenn jemand ein Problem damit hat, ist das in Ordnung für mich. Das ist ja immer so. Ich habe ja hier auf meinem Kanal immer wieder mit Leuten zu tun, denen man es nicht recht machen kann. Das ist auch vollkommen klar. Aber ich finde es natürlich auch richtig, euch das Auto vorzustellen. Nicht irgendwann, wenn ich mit dem Wohnwagen irgendwo ankomme, mich dann die Leute fragen, was hast du denn da für ein Auto? Dann stelle ich euch auch direkt alles richtig vor. Erzähle euch der Wahrheit. Bleibt bei dem Stil, den ich immer schon hatte. Und so einfach ist das doch. Ja, meine Tochter ist glücklich. Die hat jetzt ihr Fahrzeug, da sind noch 2 Jahre Garantie drauf, das ist natürlich auch geil. Übrigens sind auf diesem Fahrzeug 3 Jahre Garantie, Vollausstattung Garantie, das war mir auch sehr wichtig. Und die ist glücklich, die fährt mit ihren Kindern wieder zur Schule und zum Kindergarten. Wir sind uns auch einig geworden, was der Preis angeht, die hat das Ding nicht geschenkt bekommen. Ich habe ihr einen guten Preis gemacht, das war mir natürlich auch klar und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich baue jetzt noch ein bisschen an meinem Wohnwagen um und dann hänge ich den hinten dran. Übrigens habe ich den ja schon 540 Kilometer gefahren mit Wohnwagen. Hatte ich ja schon erwähnt. Und da lag ich irgendwo bei 20 Liter LPG-Gas. 20 Liter bei 85 Cent. Können wir nachrechnen. Ja, also Leute, ich hoffe, ich konnte euch das Auto ein bisschen näher bringen. Könnt mir gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Auto. Vielleicht habe ich ja irgendwas Wichtiges vergessen. Vielleicht noch ein Faktor, den mir im Zusammenhang, vielleicht habe ich ja was Wichtiges vergessen, einfällt. Der Spaßfaktor in diesem Fahrzeug ist nicht zu unterschätzen. Also, ich kenne eigentlich nur um mich herum Leute, die Autos fahren, die Spaß machen. Also, die meisten. Nee, alle. Ja? Also ein Spaßfaktor gehört doch dazu, oder? Auto ist doch nicht gleich Auto. So. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ich mit dem ganzen Kram, den ich jetzt erneuert habe dieses Jahr, da war ja einiges, ne? Ich habe mir ein neues Wohnmobil gekauft. Den Monster habe ich ja verkauft in die Schweiz. Nochmal Gruß an Alex, der ganz rührend sich um mein Monster kümmert, Richtung Liechtenstein. Viele Grüße nach Liechtenstein. Und ja, ich habe ja den Knaus und alles ist gut, den behalte ich auf jeden Fall. Das war nämlich genau die richtige Entscheidung, um auch da mit Allrad mal in die Berge zu kommen oder auf irgendeine Wiese an irgendeinen See, weil da habe ich so viele neue Ziele entdeckt, schon festgelegt, die ich mir abends so vom PC festlege, wo ich oder ausgeguckt, wo ich im Sommer hin möchte, auch in ganz andere Länder, wo ich noch nicht war. Also da tut sich auch was und Wohnwagen fest irgendwo hinzustellen, das war mir einfach entgangen, dass der Wohnwagen ja nicht Wohnwagen heißt, einfach so, sondern weil es ein Wohnwagen ist. Das war mir entfallen. So, alles zusammen stelle ich euch natürlich in der nächsten Doku von dem Ganzen hier vor, wie der sich fährt und wie der zusammen aussieht. Ein Bildchen kann ich ja schon mal einblenden. Wie der sich gefahren hat, was der an Sprit verbraucht hat, wie wir uns hier drin gefühlt haben und ob das überhaupt eine Art des Reisens ist, die uns gefallen würde. Bis jetzt bin ich hellauf begeistert und ich kann gar nicht abwarten, und das ist auch das Schlusswort, wenn ich meinen Wohnwagen fest an einer Stelle stehen habe, jetzt demnächst auf dem Camp Paradiso in Drage, Kroatien. Da steht er ja fest 3 Monate, dieses Auto zur Verfügung zu haben, um damit in der Gegend rumzufahren, um Spaß zu haben, um einzukaufen, um ins Restaurant zu fahren oder eine Stadt zu besichtigen oder auch mal in der Berge einfach mal eine Offroad-Strecke zu benutzen mit 4x4. Die gibt es nämlich da auch, die sind da ausgewiesen und in Kroatien ist das erlaubt, liebe Freunde. Da wurde hier direkt irgendwelche Beamte am Hals hast, ja, oder irgendwelche Bauern, die mit ihren Treckern oder irgendwas kommen, was ja hier in Deutschland fast normal ist, hast du da nicht. Das ist ausgewiesen, da fahren Motorräder, da fahren kleinere Autos oder hier solche Autos. Da gibt es sogar ein Dodge Ram Treffen. So, jetzt habe ich euch genug erzählt. Wer Informationen braucht, her damit, schreibt mir in die Kommentare oder per E-Mail. Ich lasse euch meine E-Mail-Adresse, blende ich euch nochmal ein. Alles auch auf dem Wege, gar kein Problem. Wer nach Kroatien kommen will,
mit Reisemobil oder Wohnwagen, der sagt mir noch Bescheid. Noch haben wir eine kleine Lücke frei. Es läuft aber schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich bin hellauf begeistert. Da hätte ich nie gedacht, dass wir das hinkriegen. Und der Mario wird, glaube ich, auch begeistert sein. In dem Sinne, madet jod. Ich drehe jetzt noch eine heiße Runde mit meinem Dodge Ram. Dann wünsche ich euch was. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Bis zum nächsten Mal. Euer Guido von GNSTV.